Das Spiel gegen Hertha ist zu einem Pflichtsieg ausgerufen worden im Vorfeld des Spiels. Es hat nicht geklappt. Werder trennt sich 0:0 von der Hertha und die Probleme der Bremer werden damit deutlich größer. Es gab eben noch nach dem Spiel eine kleine Medienrunde mit Florian Kohfeldt, wo der Trainer nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, in welcher schwierigen Situation sich der Verein befindet. Und er selber sagte, hat das Gefühl, dass das noch nicht alle verstanden haben. Wen er damit gemeint haben könnte, wurde kurze Zeit später klar. Da hat der Verein bekannt gegeben, dass Lamine Sané vom Trainingsbetrieb suspendiert worden ist. Er ist am Donnerstag und am Freitag zu Behandlungsterminen nicht erschienen. Daraufhin hat Werder jetzt die Notbremse gezogen. Die Bremer wollen ihn im Winter noch transferieren. Frank Baumann sagte, wir werden das forcieren. Angebote liegen offenbar vor, sowohl bei Werder als auch bei seinem Berater. Die Probleme der Bremer werden also größer statt wie gewünscht kleiner. Baumann wird jetzt eventuell noch mal in der Innenverteidigung aktiv werden müssen. Ein Außenstürmer wird gesucht und das möglichst alles bis zum kommenden Mittwoch. Und was noch viel wichtiger ist, es müssen endlich Punkte her.